Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ich habe gerade schon gesehen, da ist diejenige, mit der wir die nächste Quest haben wollen. Ich würde liebend gern Zeit mit dir verbringen. Ja, ich auch. Ich würde auch liebend gern mit dir sprechen. Hallo, anstatt mich hinzusetzen. Geht's noch Ich bin hier? so froh, dass wir uns unterhalten können. Bonjour, Gameplayerin. Hast du Zeit, mir bei einem kleinen Problem mit einem Buch zu helfen? Natürlich. Weißt du, als ich in dein Teil kam, musste ich leichtes Gepäck mitnehmen. Also konnte ich nur ein paar Bücher mitnehmen. Und die meisten von ihnen habe ich bereits gelesen. Ich würde gerne etwas Neues lesen, also habe ich Merlin gefragt, ob ich mir etwas aus der Dreamlight-Bibliothek ausleihen kann. Aber er hat nein gesagt. Er erklärte mir, dass in der Vergangenheit zu viele Bücher ausgeliehen und nicht zurückgegeben wurden. Die Bibliothek sollte aber für alle offen sein. Oh. Merlin stimmt ihm zu, aber er ist ziemlich frustriert über die Situation und will nicht noch mehr Bücher verlieren. Ich möchte, dass die Bibliothek wieder geöffnet wird und frage mich, ob du mir helfen kannst, einige der fehlenden Bücher zu finden und sie zurückzubringen. Ja, ich kann dir dabei helfen. Das ist wundervoll, danke. Wieso teilen wir es nicht auf? Ich hole die eine Hälfte der Bücher und du die andere. Könntest du zu Goofy, Mirabelle, Herr Duck sowie Remi gehen und sie nach ihren Büchern fragen? Klar. Hoffentlich können wir bald mal wieder plaudern. Ja, du bist sowieso mein Lieblingscharakter, weil du liest gerne. Ach so, ich sollte vielleicht erstmal umschalten. Moment. Goofy, Mirabelle. Ich weiß ja gar nicht, wo die alle sind. Goofy ist eigentlich immer zu Hause. Ich wollte gerade sagen, der ist doch immer unten. Bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich. Der sollte, denke ich mal drinnen sein. Hallo, Goofy. Hallöchen. Hallo, Gipplerin. Was führt dich her? Ich habe eine Liste mit Büchern, die die Dorfbewohner vergessen haben, der Dreamlight-Bibliothek zurückzugeben. Und dein Name steht auch drauf. Hui, ich wusste, dass mir etwas entfallen ist. Schau mal, ich habe das Buch hier. Bitte sag Merli, dass es mir sehr leid tut. Das Buch heißt Elefantengedächtnis. Werde zum Elefant. War es hilfreich? Das dachte ich auch, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es geht darum, dass man nichts vergisst. Und ich erinnere mich an viele Dinge, also dachte ich, es funktioniert. Aber dann habe ich vergessen, das Buch zurückzugeben. Also hat es wohl doch nicht geklappt. Ach, mach dir nichts draus. Mach weiter so mit der nicht guten Gedächtnisarbeit, Goofy. Danke, Gameplayerin. Und danke, dass du Merlin geholfen hast, sich um die Dreamlight-Bibliothek zu kümmern. Bis bald. Bis bald. So, Remi müsste aber doch eigentlich bei sich zu Hause sein. Also hier im Restaurant sein, oder? Ja, natürlich. Auf Remi ist immer Verlass. Der ist entweder bei sich zu Hause oder im Cheremi. So, mal schauen. Wo ist denn der Kleine? Muss man ja erstmal finden hier. Da. Hi. Hey, du bist es. Es ist immer schön, dich zu sehen, Gameplayerin. Was kann ich für dich tun? Belle und ich sammeln die Bücher, die aus der Bibliothek ausgeliehen wurden. Und du willst, dass ich das, was ich mir ausgeliehen habe, zurückgebe. Glaub mir, ich wünschte, ich könnte das. Leider gibt es da ein kleines Problem. Ich habe es verloren. Was ist passiert? Ich las den Roman Außergewöhnliche Rattenteuer, ach so, von Abenteuer, über ein Rattenabenteuer auf dem Steg am schillernden Strand. Doch dann stolperte Donald über eine Schildkröte und fing an zu schreien. Er hat mich so erschreckt, dass ich das Buch ins Wasser fallen ließ. Es ist mit Sicherheit ruiniert, oder? Wie ich Merlin kenne, hat er alle Bücher der Dreamlab-Bibliothek verzaubert, damit sie nicht beschädigt werden. Meinst du? Ich schätze, das sehe Merlin durchaus ähnlich. Ich werde versuchen, es am schillernden Strand zu angeln, ach, zu angeln auch noch, sobald ich den Rest der Bücher zurückbekommen habe. Danke. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja. Das ist doch doof. Wieso muss ich das jetzt auch noch angeln? Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis ich das dann bekomme.
Ja, Punkt heißt auf jeden Fall... Achso, mit Merlin wollte ich ja gar nicht sprechen. Wo ist er denn da? Punkt heißt auf jeden Fall, dass ich das schon habe. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich kann es kaum erwarten zu hören, welche neue Gelegenheit du heute für mich hast, Gameplayerin. Eigentlich geht es eher um etwas, das du für mich hast. Belle und ich suchen nach verschwundenen Büchern aus der Bibliothek. Anscheinend hast du eins davon. Ach ja, die Theorie des Münzpuls. Ein faszinierendes Thema. Ich habe sogar vor, es für mich zu behalten. Du kannst es jederzeit wieder ausleihen. Ja, das werde ich vielleicht tun, nachdem ich die Bibliothek entschädigt habe, natürlich. Aber leider habe ich das Buch nicht mehr. Wo ist es denn? Ja. Ach, das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ich war am schillernden Strand, um nach Schätzen zu graben, aber leider konnte ich nicht einmal einen verrotteten Pfennig finden. Verrosteten. Um mich ein bisschen vor der Sonne zu schützen, setzte ich mich in eines der Löcher, die ich gegraben hatte, und beschloss, etwas zu lesen. Nach einer Weile bestand ich auf und füllte die Löcher wieder auf, die ich gegraben hatte. Erst als ich zum Hauptplatz zurückkam, bemerkte ich, dass das Buch fehlte. Ich muss es aus Versehen vergraben haben. Ich wollte zurückgehen und es ausgraben, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Loch ich es vergraben habe. Mach dir keine Sorgen, ich werde es finden. Eine Schatzsuche nach dem Buch, um es am schillernden Strand auszugraben. Kommt sofort. Freundlich? Sollte wohl freundlichsten Dank heißen. Die habe ich Hallo? Noch nicht. Lilo und Stitch? Ah! Die habe ich schon, da meine ich doch auch. Ich habe nämlich hier oben noch gar nicht nachgeguckt. Die habe ich anscheinend noch nicht. Oh, das habe ich schon. Ernsthaft? Ich kaufe mir das trotzdem nochmal. Das sieht so geil aus irgendwie. Ich hole mir das auf jeden Fall nochmal. So. Dann. Achso, genau. Mirabelle muss ich auch noch hin. Da war ich zwar gerade schon mal. Da. Aber man hat ja immer wieder was Neues. Nee, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ne? Da muss ich hin. Hallo Elsa. Hallo Haus. Mirabelle. Mit der ich nicht reden darf. Hola. Jetzt. Gameplayerin, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich brauche wirklich dringend deine Hilfe. Ich habe versucht, Plüschtiere zu machen, die wie Tierfreunde meines Cousins Antonio aussehen. Also habe ich mir ein Buch mit Nemustern, kreative Kreaturen, aus der Bibliothek ausgeliehen. Aber dann sah ich Remy und er wollte, dass ich die neuesten Arepas probiere, die er gemacht hat. Was ich natürlich musste. Und jetzt kann ich das Buch nicht mehr finden. Genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Wirklich? Puh, das ist eine Erleichterung. Mhm. Der letzte Ort, an dem ich es noch hatte, war auf dem Hauptplatz, als ich die Eichhörnchen fütterte. Ich fange damit an, auf dem Hauptplatz zu suchen. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Ach, ich weiß es nicht. Ich meine, jeder von diesen Trotteln verliert irgendetwas, ne? Also, das macht es mir nicht gerade einfacher. Also, Moment. Oh, guck mal hier. Hallöchen. Hi, Mini. Eins haben wir schon mal gefunden. Sehr schön. Die anderen beiden waren alle am schillernden Strand, ne? Dann gehen wir da direkt mal hin. So, ich habe noch keine Ahnung. Das war die, okay. So, irgendwo muss ich graben und ich muss angeln. Und das sieht mir ganz gut aus, doch. Ah, perfekt, direkt das erste ist. Ja, ist doch wunderbar. So, hi Stitch. Das war die falsche Taste. Komm, Stitch, wir gucken mal, ob wir ein Buch angeln können. Ja, ich bin das Angeln jetzt von anderen Spielen gewöhnt. Ach, da muss man gedrückt halten. Ja, ja. Ich darf nur einmal kurz drücken, ne? Ah, Gott, ich habe schon lange nicht mehr in Disney Dreamlight geangelt. Im Prinzip, ja, war klar, dass das ein Fisch wird. Im Prinzip ist es das gleiche System, wirklich haargenau gleich. Aber man muss halt eben gedrückt halten. Und, ja, die sind gelb. Ich denke mal, die sind gelb, die sind bunt. Ich denke mal nicht, dass das bunt ist.
Am Strand im Wasser liegt das Außergewöhnliche. Naja, liegen ist gut. Ist wieder ein Fisch? Oder vielleicht muss es ja auch ein buntes sein, ich weiß. Ach, er hatte doch sowieso gesagt, auf den Steg, ne? Oh, ich bin so blöd manchmal. Schauen wir mal. Er hat ja gesagt, dass er auf dem Steg gesessen hat und dann ist Donald über eine Muschel oder irgendwas gefallen. Ach komm. Was ist denn heute los hier? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei Palia ist es irgendwie einfacher zu angeln. Ja, ein wunderschönes mit Algen besetztes Dings. So, bitteschön. Buch, so. Oh, sie ist ganz gerührt von dir, von dem Aussehen der Bücher. Ich hab dir so oh mein Gott, ich habe so Migräne, dass ich nicht mal mehr reden kann heute. Oh, danke, Gameplayerin. Du hast all die vermissten Bücher gefunden. Oh. Jetzt können wir sie alle zu Merlin zurückbringen. Bitte komm mit. Ich bin sicher, dass er sich auch bei dir bedanken will. Hab kein Thema. Das ist wunderbar. Okay. Merlin, bleib stehen. Sie kommt doch eh in deine Richtung. Merlin, wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich gerne etwas mit dir besprechen. Ein geistreiches Unterfangen, hoffe ich. Und was wäre das? Gameplayerin und ich wollten der Bibliothek helfen. Also haben wir einige deiner fehlenden Bücher gefunden. Das hast du? Das ist großartig. Ich war mir sicher, dass ich sie nie wieder zurückbekommen würde. Meine Güte, ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Ich würde euch sogar gerne einladen, ehrenamtliche Dreamlight-Bibliothekare zu werden. Eine Bibliothekarin? Oh, das wäre wunderbar. Ich danke dir sehr. Natürlich musst du dich mit meinem Ordnungssystem vertraut machen. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier vielleicht so viele nette Leute gibt. Vielleicht kannst du damit anfangen, den richtigen Platz für all die Bücher zu finden, die du mitgebracht hast. Aber was ist, wenn wir etwas in das falsche Regal stellen? Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Art Zauber für eine solche Situation geschaffen. Wenn du etwas in den falschen Abschnitt legst, sagt dir das Regal selbst Bescheid. Das ist ja mal cool. Geh zur Dreamlight-Bibliothek. Okay. Aber ich habe die Bücher doch eben übergeben. Ich kann sie doch jetzt nicht reintun. Es sei denn natürlich, sie gibt sie mir jetzt gleich wieder. Oh, komm. Geh mal hier aus dem Weg raus. Ich brauche ein bisschen Platz. So. Hier draußen liegen ja auch noch überall Bücher rum. Bonjour. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Die Dreamlab-Bibliothek hat wieder geöffnet. Und ich freue mich schon darauf, dabei helfen zu können. Oh. Ich konnte die richtigen Stellen für alle bis auf 3 Bücher finden. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Das erste ist das Nähbuch Kreative Kreaturen, das du von Mirabelle bekommen hast. Es gibt nur 3 Kategorien, die ich noch nicht ausprobiert habe. Eulenpflege, trainiere deine Zuckerdose und Talente ohne Zauberstab. Ich denke, kreative Kreaturen gehört ins Regal für Anleitung ohne Zauberstab. Das war meine erste Wahl. Ich hoffe, es ist die richtige. Ich habe das Buch zurück ins Regal gestellt und es ist nichts Seltsames passiert. Merlin sagte uns, dass die Bibliothek uns Bescheid geben würde, wenn wir einen Fehler machen. Ich glaube, wir haben es gleich beim ersten Versuch richtig gemacht. Das zweite Buch, das wir ins Regal stellen müssen, ist von Herrn Duck. Er hatte sich die Theorie des Münzpools ausgeliehen. Die Kategorien, die ich nicht ausprobiert hatte, sind Geldpolitik und Schwimmstöße, Metamorphose für Anfänger und das Einmaleins der magischen Duelle. Ich denke, die Theorie des Münzpools... Ach, Pools! Guten Morgen. Sollte in die Kategorie
Geldpolitik und Schwimmstöße. Meine Güte, glaubst du in diesem Bucht, genau, ja, die sind schon genauso bescheuert wie ich momentan. Geht es darum, in echten Münzen zu schwimmen? Ist das möglich? Ich werde es ganz sicher auf meine Liste zum Lesen setzen. Aber erst einmal stelle ich es ins Regal. Das war das richtige Regal. Und das gleich beim ersten Versuch. Es scheint, dass wir ein ziemlich gutes Team sind. Das letzte Buch habe ich von Ursula. Verfluchte Verhandlungen. Bessere, hinterhältigere Abmachungen treffen. Sie sagte, es wäre wirklich inspirierend gewesen. Die einzigen Regale, die ich noch nicht ausprobiert habe, sind in Architektur für Zauberer, magisches Vertragsrecht und Prophezeiungen. Was könnte schiefgehen? Verfluchte Abhandlungen, bessere, hinterhältigere Abmachungen treffen? Ich stelle es ins Regal für magisches Vertragsrecht. Das klingt doch nach einem Buch über magisches Vertragsrecht, oder? Ich werde einfach mal nachsehen. Das war das richtige Regal. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Du warst mir eine große Hilfe, Gameplayerin. Vielen Dank dafür. Es war eine Teamleistung. Nun, ich bin froh, dass wir es zusammen machen konnten. Jetzt, nachdem wir fertig sind, würde ich gerne eins der Bücher aus der Dreamlab-Bibliothek lesen. Ich habe eine Liste mit den Büchern gemacht, auf die ich mich am meisten freue. Aber während ich verfluchte Verhandlungen, bessere hinterhältige Abmachungen treffen, wieder dorthin zurückgestellt habe, wo es hingehört, fand ich etwas ganz hinten im Regal, versteckt hinter den anderen Büchern. Es ist ein ziemlich mysteriöses Buch, geschrieben in Buchstaben, die ich noch nie gesehen habe. Ich frage mich, was darin steckt. Das könnte das erste Kapitel eines neuen Abenteuers sein. Das habe ich auch gehofft. Ich werde versuchen, dieses mysteriöse Buch zu entschlüsseln. Ich muss wissen, worum es geht. Nochmals vielen Dank, Gameplayerin, dass du mir geholfen hast, die fehlenden Bände zu finden, damit jeder die Bibliothek genießen kann. Wir sehen uns bald wieder. Du bist sehr talentiert. Ja, damit haben wir auch die Büchersuche abgeschlossen. Sehr schön. Und es ist immer noch sternklarer Himmel und kein Sonnenuntergang. Wobei, ja, nach Sonnenuntergang, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das sein nach 18 Uhr. Da habe ich heute leider keine Zeit mehr aufzunehmen. Da muss ich Bus fahren. Ich weiß nicht, wer von euch das Let's Play schon gesehen hat, aber ich kann euch, wenn ihr euch fürs Busfahren interessiert oder generell so fürs Autofahren oder so Simulationen, kann ich euch das Ganze nur empfehlen. Ich habe anfangs noch gedacht, es wäre wahrscheinlich sehr langweilig, habe es aber trotzdem mal ausprobiert und seitdem suchte ich es irgendwie. Also ich bin am Truckfahren auf zwei verschiedenen Ebenen in Europa und in Amerika. Ich bin Fernbus am Fahren und ich bin die normalen Buslinie am Fahren. Wie heißt das? Der Bussimulator 18 heißt das. Also falls ihr da Interesse dran habt, schaut gerne mal vorbei. Mir macht es auf jeden Fall großen Spaß, obwohl es eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Man setzt sich halt ins Auto, kutschiert die Leute rum, aber es ist irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Hier können wir leider nicht weitermachen. Also Belle ist jetzt erstmal abgeschlossen. Die müssen wir jetzt erstmal leveln. Das Biest kann ich auch, wenn ich die Zeit noch finde, leveln. Das Problem ist nämlich, wir haben gerade Schulferien und da ist das bei mir immer so ein bisschen alles durcheinander zeitlich. Noch dazu ist diese Woche eigentlich komplett frei. Da kommt dann der Epi auch zu mir und wir wollten dann eigentlich auch mal ein bisschen Urlaub machen in dem Sinne. Und da wollte ich dann eigentlich auch nicht so viel aufnehmen. Das heißt, wenn das ein paar Tage länger dauern sollte, wisst ihr Bescheid, dann lag es daran, dass ich die Leute einfach nur noch nicht leveln konnte, beziehungsweise, dass ich es halt nicht geschafft habe, nach 18 Uhr vermute ich jetzt mal, nochmal aufzunehmen. Ich werde es zwar versuchen, ob ich das doch irgendwie noch hinkriegen kann, aber ich kann halt im Moment nichts versprechen. Ansonsten müssen wir das Biest erstmal ein bisschen auf Eis legen. Und dann in der nächsten Folge vielleicht erstmal mit Belle weitermachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier einen kleinen Cut und drückt mir die Daumen, dass es nicht so lange dauert, bis ich das Ganze so weit hochleveln kann, dass ich weitermachen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.